Willkommen zurück zu Shuninya's Tube und Evoland 2. Ich habe in der letzten Folge die Stadt Genua bereist und habe hier ein Haus gekauft. 10.000 Jill wollte eigentlich haben, dann ist er auf 5.000 runtergegangen und dann auf 500. Das habe ich jetzt mal gemacht, weil ich irgendwie 900 hatte. Ach so, Smug ist Smog wahrscheinlich. Ja, und dann waren wir in einer Pyramide. Warum leuchtet sein Kopf? Sieht ja lustig aus. Dann waren wir in einer Pyramide links. Ich wollte, hatte eigentlich gehofft, dass da der... Schmied noch ist, wie in der Vergangenheit. Aber so wie es aussieht, bin ich ja wahrscheinlich gar nicht in der Gegenwart gelandet, aus der ich gekommen bin, sondern in einer anderen Gegenwart oder sogar noch weiter in der Zukunft, aber das steht noch nicht so ganz fest. So, ich war bisher immer auf der rechten Seite der Stadt. Das ist halt so riesig. Hier ist die Bibliothek, wo der Typ ja unten den Schlüssel gesucht hat und irgendwas passiert gerade. Seht mal, Shoni, die kaiserliche Bibliothek. Ich weiß nicht, wie sie jetzt ist, aber zu meiner Zeit war sie für die vielen Dokumente bekannt. Ich wette, da drinnen würden wir so einiges über die Zeit herausfinden. Außerdem enthält sie wahrscheinlich Informationen über den Standort der Megalithen. Da der, mit dem wir hierher gekommen sind, zerstört wurde, müssen wir einen anderen finden, um nach Hause zurückzukehren. Aber Megalithen sind recht selten und selbst wenn wir einen finden, wie sollen wir ihn aktivieren? Ganz davon abgesehen, dass er uns in ein völlig neues Zeitalter bringen könnte. Hat aber recht. Menos. Jetzt seid doch nicht so negativ. Da kenne ich andere, die auch so sind. Was bleibt uns schon, außer es zu versuchen? Auch wieder wahr. Was wir auch tun, es wird nichts ändern. Mein Volk, mein Sohn, alle tot. Shoni, ich glaube, Menos braucht etwas Zeit, um sich anzupassen. Versuchen wir, so schnell wie möglich an Informationen zu gelangen. Okay, der Typ sucht ja noch seinen Schlüssel. Lol, wer liegt denn da? Ach, der schläft einfach. Das heißt, ich muss wahrscheinlich erstmal die Mimi finden. Die von ihrem Mann vielleicht den Schlüssel versteckt hat. So, reingehen tue ich mal noch nicht. Wer auch immer Mimi ist. So, die normalen NPCs sind jetzt irgendwie nicht ganz so wichtig. Ich quatsch die mal an, aber durchlesen tue ich mir das nicht. So, hier war der Rekrutenstand in der alten Zeit. Ist auch immer noch. Nur, dass es alles ein bisschen schöner geworden ist. Und jetzt haben sie auch einen schwarzen Rekruten. Nicht nehmen. In der Kommode. $50 und ich habe sie genommen. Sorry. Wenn die noch mal ein Bild von mir hätten, wäre lustig, weil ich in der Vergangenheit ja ausgebrochen bin. Hier werden wir bestimmt nichts Wichtiges sagen. So, das Kinderhain gibt es auch noch. Nein? Ach nee, das war eins tiefer, glaube ich. Haha. Sie können sich keine Gefangenen mehr leisten. Ist ja wie in der Neuzeit angekommen. Wenn so viel Gelder verschwendet. Hallo, wenn ich aus der Tür rauskomme, hat er mal übel Speed. Ah! Eines der Kinder ist Mimimon, gut. Ja, Sako, ich habe ihn. Toll. Wie sieht's mit dir aus, Ribbon? Hast du die Karte? Ja, Boss. Ich habe die Karte. Hammermäßig. Hiermit erkläre ich, Operation kein Spielzeug, aber viele Bücher für eröffnet.
Saku, ich glaube, wir sollten uns einen besseren Namen für unsere Operation ausdenken. Ich auch. Wie wäre es mit Operation Super Mimi? Ah, nein, Mimi, es ist nicht nur deine Operation, sondern die von uns allen. Deshalb schlage ich vor, Operation Saku und ihre Freunde. Auf gar keinen Fall! Warum sollte unsere Operation nur noch deinen Namen tragen? Wie war's mit, weil es meine Idee war? Und ich habe den Schlüssel von meinem Vater gestohlen. Wenn er das herausfindet, kriege ich mindestens 3 Tage lang keinen Nachtisch. Das heißt, ich bin diejenige, die hier das größte Risiko eingeht. Hört auf mit dem Streiten, ihr zwei. Ich will einfach nur die Bücher lesen, die in der Bibliothek versteckt sind. Ohne Spielsachen ist es so langweilig. Also warum nennen wir unsere Operation nicht Operation Bücher für Ribbon? Nein! Ihr seid so gemein zu mir. Gleich fange ich an zu weinen. Ribbon, also, jetzt echt, macht bloß kein Theater. Hey, wieso gehen wir nicht in unser Hauptquartier zurück, um den Namen zu wählen? Gute Idee, Mimi. Los, alle zusammen zurück ins Hauptquartier. Wo ist das Hauptquartier? Ich guck trotzdem erstmal hier unten hin. Hier rechts müsste ja hoffentlich noch ein Händler sein. Ach, das ist ein Gasthaus. Ist ganz schön runtergekommen. War das jetzt eine Anspielung auf ein Haus? Stimmt, das war das Waisenhaus. Und jetzt ist es quasi ein Obdachlosenheim. So, was haben wir hier? Es war leider kein Schwertsymbol da. Smuckstiefel. Smuckgürtel. Ich wollte ihn nicht zu fest anziehen. Okay, ich kann tatsächlich die Sachen noch gleichzeitig tragen. Smuckstiefel. Stinkfüße waren einmal. Jetzt riechen sie nur noch nach Smuck. Was auch immer Smuck ist. Sehe ich das jetzt eigentlich irgendwo? Tatsache, 4 Ausrüstungsslots, alles voll. Sehr cool. Da war ich drinne. Die patrouillieren hier. Kommt gar nicht mehr rein in die Kanalisation. Berechtigt, dass er sich Sorgen macht. So, hier rechts müsste doch das Haus sein von dieser ganz reichen. Smuckbetrieb nimmt Ofen auf den Markt. Hä, wieso bin ich kein Bürger? Ich habe ein Haus hier. Bin ich doch nicht automatisch ein Bürger? Lol. Dann nutzen sie lieber was, was sie krank macht. Tja, Menschen sind dumm. Achso, das war die Schenke. Da sind die Kinder hinten. Sehr gut. Das heißt, ich gucke jetzt noch hier rein, was ja das Reichenhaus war. Das sieht immer noch sehr vornehm aus. Die haben eine fleischfressende Pflanze?
Ich wollte gerade sagen, was hat er denn auf dem Kopf, aber es ist ein Zylinder. Das ist Herr Schlamassel, der Dieb von damals. Ach, ich bin nichts weiter als ein bescheidener Händler aus einer langen Reihe von Händlern. Mein Großvater übte bereits zur Zeit des Kaiserreichs den Beruf des Kaufmanns aus. Er war ein echter Held, der jenen half, die in Krieg nach Genua hinein oder von dort weg wollten. Also ist sein Großvater, den ich kenne. Er hat vielen Leuten einen Gefallen getan und sein Geld mit harter Arbeit verdient. Na klar, so wurde das Haus Nebelhorn geboren. Eine recht schöne Geschichte, findet ihr nicht? Was kann ich für euch tun? Die große Katastrophe ereignete sich vor 60 Jahren, am 50. Jubiläum des Sieges des Kaiserreichs über die Mon. Das heißt, ich bin jetzt 60 Jahre in der Zukunft. Von der Gegenwart 50 Jahre in die Vergangenheit, 110 Jahre wieder weiter, also 60 in die Zukunft. Niemand weiß genau, was passierte, außer dass eine gewaltige Explosion den südlichen Teil des Kontinents ausradierte. Auch Genua kam nicht ganz ungeschoren davon und das Chaos, das folgte, führte auch schlussendlich zum Untergang des Reichs. Zum Glück waren die Händler da, um die Ordnung wiederherzustellen. So, ich will das nochmal durchgequatscht haben. Okay, ein klaffendes Loch mit einer merkwürdigen Substanz ist dieses Smug, was für Technologie benutzt wird und scheinbar giftig ist. Ihr wollt also zur verfluchten Insel. Das ist ein merkwürdiger Ort. Ich an eurer Stelle würde mich davon fernhalten. Aber wie ihr meint, ich brauche nichts weiter als eine von mir unterzeichnete Erklärung zur Hörung weit, um in See stechen zu können. Natürlich, nicht unentgeltlich. Habt ihr das, dass ihr handeln möchtet? Mammutsteak. Ein altes Schwert. Ein Treueabzeichen. Ach krass, da kann ich es ja doch einlösen. Es hieß ja damals, dass es nur Fake ist. Ich frage, ob ich ihm auch hätte Geld geben können und das Treuezeichen ihm für teuer verkaufen könnte. Die große Katastrophe, mein Dorf vom Smug verschluckt. Und seht euch an, was aus Genua geworden ist, Johnny. Ist das wirklich unsere Zukunft? Er hat keine Dämonen erwähnt. Sie müssen sich irgendwo verstecken. Ich kann nicht glauben, dass sie alle in die Luft aufgelöst haben. Das ist nicht das größte Problem hier. Mein Dorf, meine Eltern, alle verschwunden. Schon, wir müssen diese große Katastrophe verhindern. Ich verstehe eure Angst, Fräulein Fina. Wenn es jedoch tatsächlich möglich ist, den Lauf der Dinge zu beeinflussen, dann sollten wir mit der Rettung meines Volkes anfangen. Das lässt sich nicht ändern, Menos. Die Niederlage der Dämonen ist Geschichte. Ich habe sie in der Schule gelernt, sie ist Teil der Vergangenheit. Doch was ist hier geschehen ist, das ist noch nicht passiert. Na doch, für ihre Perspektive nicht, aber in seiner. Genau, in eurer Vergangenheit vielleicht, Fräulein Mina. Für mich ist eure Gegenwart aber meine Zukunft. Was es im Kaiserreich wird, das geht mich nichts an. Ich will, dass mein Volk am Leben bleibt und nicht von unserem Feind ausgelöscht wird. Aber wenn das Kaiserreich die Dämonen nicht bezwingt, dann könnte sich alles ändern. Was ich damit sagen will, vielleicht würde es mich gar nicht geben. Es ist einfach zu riskant. Und was ist mit den Leuten, die hier und jetzt leben? Vielleicht verschwinden sie auch, wenn ihre Vergangenheit verändert wird. Macht euch das gar nichts aus, aber wer weiß denn schon genau, was geändert werden kann und was nicht? Vielleicht existiert das alles ja schon. Vielleicht sind wir ja schon hergekommen, haben das alles getan und egal, was wir machen, nichts lässt sich ändern. Das ist ja witzig, dass er das jetzt sagt, weil das hatte ich auch schon überlegt. Aber er war doch derjenige, der überhaupt nichts kapiert hat über das Zeitreisen und jetzt macht er krass so eine krasse Bemerkung. Wisst ihr was, Menos? Ich weiß es einfach nicht. Aber zumindest werde ich es probieren. Mehr können wir nicht tun. Was ist mit euch, Johnny? Glaubt ihr, wir könnten die Zeit beeinflussen? Na seht ihr, Menos. Johnny ist auch optimistisch. Genau wie ich. Und wenn wir könnten, was glaubt ihr, sollten wir ändern? Den Sieg des Kaiserreichs, die große Katastrophe? Beides. Seid ihr sicher schon, nicht ziemlich riskant, könnte das Gleichgewicht der Welt aus den Angeln heben. Aber vielleicht ist es ja vorherbestimmt, dass ich das tue. Wir müssten aber trotzdem das Rad der Geschichte zurückdrehen können. Ich weiß nicht, worauf ich hoffen kann oder darf. Als allererstes müssen wir einen Magiliten finden. Da bin ich komplett eurer Meinung, Minus. Lasst uns zur Bibliothek gehen und Informationen auskramen. Ich habe das Gefühl, dass wir so herausfinden, wo es einen Megaliten gibt. Habt ihr das gehört, Johnny? Brechen wir auf. Okay, mehr gibt's nicht.
Hier riecht's lecker, aber es kann eigentlich nur vegetarisch sein, was sie kocht. So, das heißt, hier war ich noch nicht drin. Oh, hier gibt es sogar eine zweite Etage mittlerweile. Die haben expandiert, wie es scheint. Der hat auch einen leuchtenden Kopf. So, wo ist denn der Ausgang? Hä, wie komme ich denn in den Garten? Ah, da scheint eine Tür an der Seite zu sein. Ah, hier. Ich war halt fixiert darauf, dass es oben war. Achtung, Mädels, wir werden von einem unheimlichen Kerl angestarrt. Das? Nein, das ist nichts. Ist leer. Wer seid ihr? Was macht ihr in unserem Hauptquartier? Ja, nicht übel. Ich glaube aber, dass uns Besseres einfällt. Der geht nur weiter. Welchen Schlüssel? Haltet ihr mich für einen Idioten oder sowas in der Art? Okay. Echt? Habt ihr das gehört, Mimi? Er will uns helfen. Aber wobei genau helfen? Gute Frage. Bei was helfen? Das wollte ich gerade fragen. Also, bei was genau wollt ihr uns helfen? Hat geklingelt. Bücher stehen, Spielzeug besorgen. Ich brauche den Schlüssel. Spielzeug? Wofür? Wir brauchen kein stinkendes Spielzeug. Wir sind doch keine kleinen Mädchen, die mit Puppen spielen. Wir machen viel spannendere Dinge als das. Stimmt's, Mädels? Oh ja, Saku. Aber sicher. Okay. Bücher stehen. Echt? Seid ihr irre? Arbeitet ihr für den Geheimdienst des Propheten oder sowas? Glaubt ihr wirklich, wir würden so etwas zugeben? Vergebt es. Ihr seid zu grün hinter den Ohren, um zu schnappen. Ach krass. Direkt böse, nicht? Ich mag Leute, die direkt sind und wissen, was sie wollen. Ich habe vorher schon gesagt, ich will einen Schlüssel. Also mal angenommen, ihr findet euren Schlüssel. Zum Beispiel in einem Tresor oder einer Truhe oder so. Und dann benutzt ihr ihn vielleicht, um in die Bibliothek zu gelangen. Und in der Bibliothek findet ihr, ach was weiß ich, sagen wir mal ein Buch. Würdet ihr es in diesem rein hypothetischen Fall zu uns bringen? Ja. Versprochen? Ja. Hand aufs Herz? Ja. Also, würdet ihr bei eurem Leben schwören? Ja. Also, ich glaube, wir werden uns großartig verstehen. Haltet euer Versprechen und ihr müsst euch um nichts Sorgen machen. Tada! Schlüssel zur Bibliothek. Ihr öffnet euch das Tor zum Wissen und womöglich zu manchen neuen Problemen. Was braucht ihr denn für ein Buch? Müsst ihr mir schon sagen. Ich könnte ihn noch dem Vater zurückgeben. So, aber ich glaube von der Zeit her 40, ja, ich glaube ich bin auf jeden Fall über der 18-Minuten-Grenze. Deswegen mache ich wieder eine kleine Pause und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss!